Hallo alle zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Das heutige Video wird ein festlicher Haul werden. Ich habe ein paar Weihnachtsgeschenke geshoppt, die will ich euch zeigen. Und ich habe auch Sachen für mich geshoppt, weil ich hatte nämlich jetzt letztens erst Geburtstag. Da ist ein bisschen Geld übrig geblieben. Und wie das so ist, dann geht man natürlich für sich selber ein bisschen shoppen. Und das wollte ich euch alles heute ein bisschen zeigen. Ein bisschen. Und ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich, weil ich finde Hauls irgendwie total toll, weil einfach dann, das ist wie nochmal shoppen gehen, weil man ja sein ganzes Zeug nochmal in die Hände nimmt, nochmal Revue passieren lässt, wo man es gekauft hat. Und ich freue mich auf jeden Fall. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Als erstes würde ich sagen, zeige ich euch die älteren Sachen. Also, ich war bei DM. Da habe ich mir als allererstes diesen Ebelin Nagellackentferner Express acetonfrei mitgenommen. Das ist der mit diesem Schwämmchen drin, wo man schneller den Nagellack abbekommt. Wollte ich unbedingt ausprobieren, kam 1,95 Euro. Dann habe ich mir zwei Augencremes gekauft. Warum zwei? Den hier, der ist von, also die sind erstmal beide von Balea. Und der ist mit Urea, der ist für sehr trockene Haut. Und der vermindert Trockenheitsfältchen, steht zumindest hier drauf. Und den dachte ich, den nehme ich abends. Den hier, der ist etwas leichter. Der ist der Aqua Augen Roll-On mit kühlender Massagekugel, mit Algenextrakt, parfümfrei, feuchtigkeitsarme Haut. Den tagsüber, weil der ist etwas wässriger, zieht daher schneller in die Haut ein. Kann mich halt dann schneller schminken und. Deswegen beide. Und ich glaube, beide haben 2,95 Euro gekostet. Außerdem noch aus dem DM von Balea das Reinigungsöl Fluid, sanfte Pflegeformel für eine milde Reinigung mit hochwertigem Kameliaöl. Soll so eine Art Cleansing Oil sein. Ich finde es in Ordnung, es macht die Haut schön geschmeidig, aber ob ich es mir nochmal kaufen würde, weiß ich jetzt nicht so richtig. Dann ebenfalls aus dem DM, der Ebelin Pinselreiniger, soll ja ein absolutes Dupe sein zum MAC Pinselreiniger. Der kam jetzt 3,45 Euro oder 3,95 Euro, also irgendwas um die 3-4 Euro. Und der von MAC kostet ja 18 Euro oder sogar noch mehr. Ja, ich habe ihn wie gesagt noch nicht ausprobiert, der steht jetzt schon eine Woche bei mir rum. Werden wir mal sehen. Dann habe ich online bestellt bei der lieben Coco von Cosmo. Und zwar einmal solche Metallfännchen für meine MAC Lidschatten Single Pots, weil die habe ich depottet. Also die hier. 12 Stück, 3,95 Euro. Und dann habe ich, weil runtergesetzt, dieses gute Teil hier gekauft. Das ist ein Cognac-Sponge. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Auf jeden Fall 100% Natur. Und das reinigt, wenn man halt sein Gesicht damit massiert. Ich mache hier immer noch dieses Balea Reinigungsfluid drauf. Jetzt von Ebelin auch im DM, wenn ihr den mal testen wollt. Da kam der 3,95 Euro oder sowas. Der war bei der Coco im Shop runtergesetzt von 7,99 Euro oder 9,99 Euro auf 3,99 Euro. Und deswegen habe ich mir den mitgenommen, besser gesagt bestellt. Dann war ich in Douglas, da habe ich gekauft den äußerst gehypten Clairance Instant Concealer. Ich habe die Farbe 01. Das ist der hellste. Britische YouTuber und deutsche YouTuber habe ich da auch schon darüber reden hören. Aber vor allem die britischen YouTuber flippen gerade total aus, was diesen Concealer anbelangt und hypen den ins Unermessliche. Und ich dachte mir so, na, guckst du mal, vielleicht aber auch nee. Und für den Preis habe ich mir dann gedacht, dann muss er wirklich toll sein. Also der kam jetzt bei Douglas 27,99 Euro. Aber hier sind auch 15 ml drin. In normalen Concealern sind 5 ml drin. Der wird also, denke ich mal, eine ganze Weile halten. Hoffe ich für ihn. Also im Moment benutze ich ihn seit einer Woche und kann eigentlich mich den Lobgesängen nur anschließen. Also wer einen sehr guten Concealer haben möchte, der Feuchtigkeit spendet und der gut abdeckt, dann ist der echt was für euch. Also guckt ihn euch mal an. Dann war ich im Primark. Da habe ich mir bloß diese Socken hier gekauft. Oder Schuhe. Cozy Footlets steht hier. Also quasi so Sockenschuhe, bequeme, weiche. Und die kamen 3 Euro. Dann war ich, wie gesagt, im Karstadt bei MAC. Und durfte mir, dadurch, dass ich 6 Fännchen zurückgebracht habe, einen MAC Lippenstift aussuchen. Und da habe ich mir jetzt den ausgesucht. Und das ist der Patisserie MAC Lippenstift. Den kennen bestimmt
die MAC-Liebhaber unter euch. Und ich habe so viel Gutes davon gehört und das ist eine schöne Alltagsfarbe. Und deswegen habe ich mir den ausgesucht und bin schon ganz gespannt, den das erste Mal zu tragen. Dann ebenfalls im Karstadt habe ich mir für meinen Filofax Personal so einen transparenten Briefumschlag, der oben offen ist, wo man quasi schöne Bilder oder sowas rein. Der kam 2,90 €, ist 40 Cent teurer, als wenn es im Online-Shop von Filofax bestellt. Bloß mal so am Rande. Dann war ich im TK Maxx und dort, also weil es wahrscheinlich gleich im Eingang ist, ist die erste Anlaufstelle rechts die Taschenabteilung. Und dann gehe ich meistens schnurstracks zu der Kosmetikabteilung, was ich dieses Mal genauso wieder gemacht habe. Und da habe ich die gefunden, die Orly Nagellacke. Das ist die Many Minis Hot Shots. Hot Shots. Und da haben wir hier ein schönes funkelndes Blau, ein Orange, ein Grün und ein, können ein Schwarz sein, können aber auch ein richtig dunkles Grün oder ein dunkles Blau sein. Also ich finde diese Minis sowieso perfekt, weil einfach die kriegt man schneller leer. Und dieses Set kam jetzt 6,99 € statt vorherigen 16,95 €. Dann habe ich ebenfalls für die Nägel mitgenommen dieses Neutral Nail Gel Perfect 5-Minute Gel Color Manicure in der Farbe Pure Belux. Das ist so ein Gel, wo man keine Lampe braucht, um das Gel anzuwenden. Man hat einen Aktivator hier drin. Quasi, man macht diesen Aktivator. Zwei Schichten Farbe, Aktivator, boom, fertig. Statt 18 € kam es nur 3,99 €. Dann ebenfalls TK Maxx das hier. Das OPI Nail Envy Nail Strengthener. Also Nagelhärter. Dazu gab es kostenlos diese Dry Drops. Ja, die Dry Drops kenne ich jetzt nicht. Werde ich demnächst ausprobieren, wenn ich mir die Nägel lackiere. Den Nail Envy wollte ich unbedingt haben. Das Set kam auf jeden Fall statt 24,95 € 14,99 €. Also Schnäppchen. Und dann habe ich mir selber ein wunderschönes, also ich finde es wunderschön, Geburtstagsgeschenk gemacht. Und zwar war ich bei Fossil und habe mir ein neues Portemonnaie rausgesucht. Die kommen dann hier nochmal in so einem extra Säckchen. Zack. Tada. Also ich finde es wunderschön. Es ist halt nicht zu groß. Ist aus echtem Leder hier draußen. Hat hier so ein... Na, und hier kann man das Kleingeld reintun. Das Kleingeldfach ist leider sehr klein, aber zum Glück habe ich selten viel Kleingeld. Und dann, wenn man es aufmacht, hat man halt hier drin, das ist so ein schönes... Ja, wer auf grün steht, ne? Und hat man halt viel Platz für Karten. Und dann hier oben kann man... hat man zwei Einschubfächer für Geldscheine oder Kassenbelege. Also ich finde das wunderschön. Innen drin ist natürlich noch ein bisschen starres Grüne, aber das denke ich mal, mit der Zeit wird sich das dann auch geben. Freue mich schon, dass ich es jetzt einräumen kann, nachdem ich es euch gezeigt habe und benutzt. Kam übrigens 50 €. Dann war ich im Nanunana ganz kurz und habe mir einen kleinen Baumschmuck gekauft. Und zwar wandert jedes Jahr ein neuer Baumschmuck an unseren Weihnachtsbaum und dieses Jahr ist es dieses kleine Püppchen. Außerdem habe ich dann noch im Rossmann gekauft dieses Nagelset hier und ihr habt halt eben Nagelclips, Nagelschere, Pfeile zum Nagelhaut runterschieben und eine Pinzette und das kam 4,95 €. Dann habe ich noch im Aldi mitgenommen diesen Pfirsichtee. Ich weiß, der ist sehr, sehr zuckerhaltig und den trinke ich auch nicht den ganzen Tag. Aber ab und an hat man doch mal so einen Appetit drauf. Und dann dachte ich mir, dann wäre es schön, wenn man es da hat. Kommen jetzt zu den schon gekauften Weihnachtsgeschenken. Und die wollte ich euch einfach noch mal zeigen. Die Eltern von meinem Freund, die gucken sowieso nicht meine Videos. Deswegen dachte ich mir, kann ich die euch ruhig zeigen. Und die haben sich so einen riesen Kalender gewünscht. Einer für alle, 2015, wo man halt eben hier die Namen eintragen kann. Der kam 10 €. Den gab es im Nanunana. Dann für den Papa von meinem Freund zwei Sachen. Einmal von Kneipp das Schaumbad Männersache. Riecht lecker nach Mann. Und da er so eine richtige Badenixe ist, gibt es das zu Weihnachten. Und dann, weil er das total gerne benutzt von Rexona, das Maximum Protection for Man. Und für die Mama von meinem Freund, die nimmt von Avène gerne die Gesichtscreme und würde gerne diese Reinigungsmilch mal ausprobieren. Deswegen habe ich die besorgt für sie. Die kostet 17,90 € in der Apotheke. Das ist jetzt die Eau Thermale Avène Anti-Rougeur
sanftes Reinigungsfluid für so Rötung neigender Haut, also so Kuperose und sowas. Da gab es diese große Flasche hier, 300 ml drin, da wird sie, denke ich mal, eine ganze Weile mit hinkommen. Und dann habe ich noch dieses Mini-Spray gekauft für empfindliche Haut. Das ist einfach hautberuhigend und reizlindernd. Und dann gab es noch ein paar Bröbchen, und zwar einmal für zur Rötung neigende Haut die Tagescreme als Probe und die Nachtcreme. Tagescreme ist mit Lichtschutzfaktor 20. Und das war mein kleiner Haul, mein kleiner großer Haul. So ein bisschen weihnachtlich angehaucht, deswegen auch der hübsche Tannenbaum im Hintergrund. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch ein paar Anregungen gegeben. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr euren Eltern oder Schwiegereltern zu Weihnachten schenken wollt. Ansonsten findet ihr unten in der Infobox wie immer meine ganzen Social Media Seiten, Instagram, Twitter, Facebook und meinen Blog. Ich würde mich über den Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, dann natürlich auch über ein Abo. Ansonsten lasst mir wie immer Kommentare da, wenn ihr möchtet. Und ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit, einen fleißigen Weihnachtsmann, falls wir uns nicht nochmal sehen. Macht's gut. Tschüss.